Ja Leute, willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch einmal, wie ihr euren Apple MacBook M1 zurücksetzt. Das funktioniert folgendermaßen. Also als allererstes geht ihr hier unten auf Systemeinstellungen. Dann bekommt ihr dieses wunderschöne Fensterchen. Da klickt ihr oben auf Apple ID. Und da klickt ihr auf Abmelden. Als allererstes muss euer Account komplett runtergemacht werden von diesem Account, damit ja, jetzt fragt es uns noch einmal, ob wir noch irgendwas haben wollen, aber wir wollen alles von diesem MacBook löschen, auch Fotos und Videos. So, und dann melden wir einmal unseren Account von dieser ganzen Sache ab. Jetzt sehen wir das Zeichen. Apple ID kann automatisch mit Musik, Fotos und bla 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 verbunden werden. Dazu muss sie einmal eingegeben werden. Das heißt, wir haben jetzt unsere Apple ID abgemeldet. Und somit ist auch das Mein Suchen von diesem Gerät abgestellt, damit der nächste Besitzer keine Probleme hat. Im nächsten Schritt fahren wir das MacBook runter und schalten ihn einmal komplett aus. Warten, bis er einmal komplett ausgemacht gegangen ist. Drücken erneut die Starttaste und halten diese jetzt gedrückt. Wie ihr seht, steht hier schon für Startoption weiter gedrückt halten. Wir halten das Ganze weiter gedrückt. Dann kommt Startoptionen laden und gleich seht ihr zwei schöne Zeichen. Einmal Optionen und einmal Macintosh HD. Ihr klickt auf Optionen, Fortfahren und dann beginnt auch schon das Wiederherstellungsverfahren. Im nächsten Schritt zeigt es uns Macintosh wiederherstellen. Das Volumen wird geprüft. So, Odoon hatte diesen Bildschirm macOS wiederherstellen und hier steht Wiederherstellungsassistent oben links. Da klickt ihr auf MacBook löschen. Wenn dieser MacBook nicht entsperrt werden kann, kannst du ihn vollständig löschen und MacOS erneut installieren. Ja. MacBook löschen. So, dadurch werden alle Daten gelöscht. Das Ganze beginnt jetzt auch schon. Und alle meine Daten werden so quasi jetzt Stück für Stück gelöscht. Das Ganze kann jetzt etwas dauern oder wird etwas dauern. So. Und ihr seht, sind wir hier beim MacBook aktivieren. Das WLAN ist on. Um den MacBook jetzt zu aktivieren, müssen wir eine WLAN-Verbindung wählen. Beziehungsweise jetzt könnte der nächste Besitzer schon das MacBook wählen. So, wir haben jetzt einfach spaßeshalber mal Neustart gedrückt. Ich bin mal gespannt, ob mein altes Betriebssystem jetzt noch einmal kommt oder nicht. Nein, es kommt Active. Active MacBook, wir gehen immer wieder auf Deutsch. Es zeigt uns einmal die Wiederherstellung MacBook aktivieren und dafür braucht das Ganze einmal ein WLAN. Ja Leute,
Was ich natürlich vergessen habe, Deaktivierungssperre. Nachdem ihr euren MacBook dann komplett gelöscht habt, müsst ihr ihn noch einmal mit WLAN verbinden und eine Aktivierungssperre aufheben. Das habe ich jetzt schon einmal getan. Dein MacBook ist jetzt aktiviert, bestellen und zur Wiederherstellung wechseln. So. So, wenn ihr hier bei diesem Punkt seid, installiert ihr einfach das Mac OS neu, klickt also quasi hier auf das, klickt auf Fortfahren, Fortfahren und die Installationsdaten werden geladen. Dann müsst ihr einmal die Software-Lizenz akzeptieren, wählt die Festplatte aus, klickt auf Fortfahren und hier wird jetzt eine ewig lange Zeit von 3 Stunden stehen. Im Regelfall sollte das deutlich schneller gehen. Wir sehen uns beim nächsten Schritt. Bis gleich.